So, dann sind wir auch hier. Also muss ich erst hier oben alle killen. Wenn ich unten bin, kann ich speichern. Also muss ich mit dem auskommen, was ich hier habe. Aber es sollte reichen eigentlich. Eigentlich. Blitz. Ja, eigentlich sind es Blitze und solche heiligen Zauber hier am wichtigsten. Komisch, warum nur? Bitte nicht auf Dank warten. Bitte. Bitte sehr brav. Brav gemacht. Hast du fein gemacht. Jetzt kriegst du auch einen extra tollen Sarg. Nur weil du so nett warst. Wir schwarze Blitze. Können. Wie viele hier oben noch wohl noch sind? Zwei? Drei? Ach, schaffen wir auf jeden Fall. Angriff. Magie. Stoßgewehr. Aua. Diese Doppelschadenangriffe. Genau. Jetzt wird's böse. Heilung und deshalb nicht dankbar angreifen. Okay. Bitte geh down. Autsch. Ey, das ist doch... Bitte geh down. Ja. Schwerer Kampf. Bis jetzt. Magietränke. Habe ich auch fast keine mehr. Maximal zwei dürften nehmen sein, meine ich. Angriff, Magie, Wunder. Ah, schwarze Blitze finde ich ist immer noch das, was ich am meisten aushaltbar ist oder akzeptiere. Was man am meisten akzeptieren kann. So. Hab bei jedem nur wenig Schaden und nicht sowas wie Doppelschaden. Wieder auch schon Level 20 fast. Gegenstand. Ein Magietrank. Ich hoffe, hier ist echt nur noch einer. Ja, da ist einer. Ich hoffe, das ist der letzte. Ach, erstmal den wir kämpfen. Angriff, Blitz, Wunder, Gold.
Oh, ein kritischer Treffer von Juli. Das muss man feiern. Dafür hat Granny nicht getroffen. Ich hätte alle Heilung nehmen sollen. Das wird jetzt bitte Allheilung noch bevor er angreift. Oder geh vorher drauf. War klar. Wieso nicht vorher Wiederbelebung? Oh Gott. Bitte geh down. Ja. Perfekt. Ich hoffe, hier ist nicht noch einer. Noch ein. Ah doch. Ich könnte Elixier verschwenden. Da ist noch einer. Gegenstand. Next, hier haben wir noch ein. Ach komm, packen wir das da drauf. Und hier das und. Wo wir haben eh genug Geld, würde ich sagen. Nur hat die keine AP mehr. Gut. Brave Juli. Kann noch angreifen. Ja, Libra ist gleich im Pro. So, und dann war auch am Anfang, aber ich weiß, dass man noch woanders runter kann. Also, irgendwo hier hinten war das. War es hier? Ei befestigen? Ja. Nach unten klettern? Ja. Das Haus der Wache. Früher war man hier für Recht und Ordnung zuständig. Heute geht es wohl eher darum, Warnfrieds Willen durchzuführen. Wo war der Laden? Ich brauch Magietränke und so. Ich weiß nämlich nicht mehr, was kommt. Wir benötigen normale Handelswaren. Kaufen. Elixier kostet. Ach. Nehmen wir gleich 10 mit. Aber warum gibt es hier keine. Magietränke? So, nochmal ins Innen gehen. Ja, ja, komm, das hast du schon mal gesagt. Wir sind nicht mehr unbekannt. Und es ist immer noch den ganzen Tag Nacht, also. Obwohl es sind frei ist, ganzen Tag Nacht. Mal kurz was trinken. So. Jetzt gehen wir ins Haus. Vielleicht ist ja noch Lasanladen. Wie hieß der? Lasanantin oder so? Und dieser andere Typ da. Okay, nur er. Aber erstmal rüber mich an. Hallo, mein Name ist Fulgor, Sohn des Falgor. Ihr scheint neu hier zu sein. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Lebt ihr hier in Düsseldorf? Nein, ich bin ebenfalls zu Gast hier. Ich komme aus Königsberg.
Was treibt euch hierher? Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben und warte auf ihre Fertigstellung. Der hiesige Schmied ist in gewissen Kreisen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das hört sich interessant an. Worüber könnt ihr mir sagen, wo ich den guten Mann finde? Er hat seinen Laden nordwestlich von hier, ist eigentlich nicht zu verfehlen. Vielen Dank für die Auskunft, früher Sohn des Falco. Ich habe hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Schönen Abend noch. Guten Abend, Alter, was gibt's denn zu melden? Ich komm aus dem Ghetto. Hier bringe ich Manieren bei. Hör mal, du kleine Kröte, dir wohl. Hat wohl niemand. Bei Waters Mann ältere Menschen mit Respekt gegenübertritt. Mäßigt euch, Granny, ungestüm ist die Jugend. Ihr habt ja recht, Anfahrt. Nichts von gut, Kleiner, ich heiße Granny und bin neu in der Stadt. Ich bin Talex, ich bin mit meinem Bruder Roncalo hier. Der ist oben beim Schildkrötenrennen und verwettet wieder mal sein Geld. Unser Vater ist davon überhaupt nichts erbaut, aber was soll's. Roncalo verdient ja selbst sein Geld. Soll er es doch ausgeben, wie es ihm beliebt. Wegen deinem Bruder. Was ist denn ein großer Bruder denn für einer? Hey, ist er so eine Art Held? Ein Wanderer und Abenteurer ist schon überall herumgekommen, bis nach Königsberg und noch weiter. Irgendwann wird er eine Prinzessin heiraten, wie es einem ihm zusteht. Naja, bis dahin verzockt er sein Kind eben oben beim Schildkrötenrennen. Wegen der Stadt. Du bist auch hier aufgewachsen, kannst du mir was über Düsterburg erzählen? Es ist ziemlich öde hier, das kann ich dir erzählen. Roncalo hat mir erzählt, dass es Königsberg hell und dunkel ist. Sie nennen das Tag und Nacht. Hier ist es immer dunkel, aber bald werde auch ich nach Königsberg reisen. Wegen dem Wirtshaus. Kannst du mir was über die Gäste hier erzählen? Klar doch, ich kenne mich aus. Der da unten mit der Schnecke, das ist Elvis, der ist hier immer am Baggern, was das Zeug hält. Den Zwerg kenne ich nicht, der ist nicht von hier, scheint aber schon ziemlich besoffen zu sein. Der Bursche an der Theke mit der bekloppten Frisur ist Lazar Nantin. Meistens hängt er hier mit seinem Kumpel rum. Mein Bruder sagt immer, sie seien das Herz und die Seele von Düsseldorf. Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Mach's gut. Ich schau mich dann weiter um. Wir sehen uns. Nicht mal Tschüss sagen kannst du. Also echt. Keine Manieren. Ein kurzer Cut und dann kommt noch ein dritter Part. So.